Also Sonderwald, die haben sich die bessere Bahnhofstation verdient, auch wenn ich dafür die Stadtverwaltung ein bisschen bestechen musste mit Bäumen als Ausgleich für den Bau sozusagen. Bäume sind übrigens transparent hier im Spiel, falls ihr euch fragt, warum ihr keine Bäume seht. Ich könnte ja mal spaßeshalber anschalten. So sieht das aus. Ist gut gewachsen. Ich glaube, die Karte hat mit 0 Bäumen angefangen. Der Grund, warum ich die Bäume eigentlich immer transparent mache, ist... Ich glaube, das spart beim Rendern dann so ein bisschen, naja... Zeit, würde ich mal behaupten. So, das UFO haben wir jetzt bekämpft. Das ist weg. Halt, der Bahnhof ist natürlich noch nicht offiziell eröffnet. Nicht, dass ja schon Züge reinfahren. So, ein kleines Sperrsignal. Oh, das betrifft uns nicht. Müssen wir mal so ein kleines Sperrsignal setzen. Also, wie gesagt, die Bäume habe ich deshalb transparent, weil ich glaube, beim Rendern macht das dann die Dateien kleiner oder... Oder sowas. Oder die Videodatei an sich wird kleiner, weil... Obwohl, ist eigentlich... Na, ich lasse den nochmal an. Gucken wir mal an, wie das dann beim Rendern ist oder wie das dann aussieht dann am Ende. Nicht, dass es dann durch diese Bäume total verkrüppelt aussieht. Will ja dann auch keiner, ne? So, hier muss ich jetzt ein bisschen umbauen, umdenken. So, das Signal muss weg. Das muss eins vor. Der Zug wartet hier unten schon. Ich würde aber lieber mal das anders machen. So, das hier abreißen. Die Brücke eins breiter machen. Das ist jetzt alles so... Na gut, bleibt's bei dem. Brücke 1 breiter machen, dass wir nämlich jetzt hier unten durchkommen. Das muss weg. Und für den muss es dann eine Möglichkeit geben, hier hochzufahren. Nämlich so. So, und dann können die... Dann können wir das hier abreißen, dass die Züge dort reinfahren können. Dann können wir das abreißen und dann ist der Bahnhof eröffnet. So, die können dort lang, die können da lang, der kann da lang, der kann hier hoch und die können sowieso in die Richtung fahren. Genau. Tja, Sonderwald hat jetzt einen neuen Bahnhof. Das reißen wir weg und bauen das zurück. So. Achso, es verbleiben hier die Schienen. Die sollen auch weg. So. Oh, schon ist hier richtig was los in dem Bahnhof. Geil. So, und dann mal die Stadt erstmal ausgebaut. Haben wir sonst noch eine Stadt, die irgendwo in der Nähe liegt, die man... bedienen könntet, um oben Saarfurt, das Ende der Karte. Hier gibt es noch Kiesfeld. Ja, Saarfurt. Das kann man machen. Äh,
Ja, einfach, komm, wir machen das jetzt, bevor die sich ja ganz vereinsamt oder ignoriert fühlen. Die kriegen aber auch bloß eine kleine Station. Ist aber schon eine Strecke nach Potsdam, ne? Wo ist denn eigentlich die nächste Stadt von denen ausgesehen? Das könnte Kiesfeld sein. Da könnte man einen lokalen Zug nach Kiesfeld bauen. Deshalb werden wir erstmal das Ding hier zweigleisig bauen mit Shelters. Das geht bestimmt doch, das geht dort auf die Kante. So, Bänke. In so eine Station. So, es sind Länge passt. Oh, neue Diesellok 120. Eine Wanker. Ach, das ist eine Passagier. 123 Passagiere, okay. Müssen wir gleich mal gucken, da habe ich doch bestimmt... Ah ne, die andere fährt ja 100, 120, 140. Also egal, wie man es dreht und wendet. Egal, wie man es dreht und wendet, es bringt nichts. So, und die müssen jetzt eigentlich irgendwie hier runterkommen, ne? Wir lassen die einfach ein Stück am Kartenrand langfahren. Jetzt ist wieder so eine Situation, wo ich transparente Bäume praktisch finde, wenn man sieht, wo man hinbaut, so besser. Genau, ich lasse es ein Stück am Kartenrand lang und dann bauen wir irgendwie hier so runter. Will sich eigentlich hier schon einen Tunnel anbieten. Hier ist dann der Abzweig nach, hast du nicht gesehen, Hausen. Ganz einfach und unkompliziert. Führt das dann hier hinten rum. Wie gesagt, von dort oben nach Potsdam, das ist eine halbe Weltreise. Hier müssten wir auch mal kurz das Ding umbauen. Ich muss sagen, ich hätte gerne eine Straßenbrücke. Gibt es hier irgendwas Schönes? Nee, ne? Dann nehmen wir die halt hier. Oh, ich brauche es im Prinzip gut. Man müsste irgendwie... Schräg hier rüber. Hier rum und dann an der Papierfabrik. Doch ja, an der Papierfabrik vorbei. Dazu ein bisschen rockige oder metalige Musik im Hintergrund hier. Was machen wir hier? Bauen wir hier drüber. Ach, das ist hier zu planieren, das ist ein Schwachsinn. Eine neue Passenger-Tram. Ach, da könnte man eigentlich auch mal gucken, ob man die neuen, die wir jetzt haben, ob das irgendwas bringt. Doppelstock-Straßenbahn finde ich ein bisschen affig. 120 und 80. Ja, komm, Ersetzung an, fertig. Hier kommt ein Tunnel drunter, kann man sich ja auch mal leisten, auch wenn das jetzt bei der einen Höhe eher ein bisschen lächerlich ist, aber naja,
damit die Fahrgäste auch durch den Tunnel fahren können. Und jetzt müssen wir eigentlich nur hier geradeaus drüber ziehen. Und da haben wir uns auch glatt verschätzt. Aber gut, macht nichts. Machen wir einfach so hier. Ja, so eine ganz wilde, dramatische Musik. So Signal hin und dann kann die Strecke eigentlich schon eröffnet werden. Aber ich glaube, ich werde hier natürlich nochmal ein Wartungsdepot hinstellen. Damit die wenigstens eins haben. Oh, was? Signal? Hier ist kein Gleis. Natürlich ist da ein Gleis. Kiesheim Wald. Na gut, die haben da noch einen. Also hier mit dem Zug müssen wir bald mal gucken, dass wir dann doch mal diese anderen irgendwie anbinden. Aber wie gesagt, ich will möglichst auf Stations, wie sagt man das, Zusammenführungen verzichten. Bei dem Bahnhof haben wir es gerade gemacht, damit wir den Bahnhofsnamen behalten. Beziehungsweise, ja, ne, hat ja keinen anderen Grund. Oh, das ist schon eine Strecke nach Potsdam von dort. Wahnsinn. So ein schicker Intercity. Das ist eigentlich dieser 120er, der da gerade reinkam. War das der hier? Nee. Der war es auch nicht. Da war doch gerade irgendeiner mit... Ich weiß bloß den Namen nicht mehr, aber das ist der. Wir sind jetzt 2007. 98. 94. Ach, hier oben. Das ist was Tschechisches. Aber wie gesagt, das wäre dann eher was für die Strecke nach Dingsbums. Wobei der ja auch schneller wäre, ne? Also.